Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Maniac Mansion. Ich freue mich schon riesig, dass wir hier wieder am Start sind. Letztes Mal haben wir dem grünen Tentakel, wir wollten es drücken, weil es so traurig war, aber das Spiel hat es nicht zugelassen. Und haben ihm stattdessen seinen Schlüssel und seine Schallplatte geklaut. Ich trinke gerade mal was. So. Und hier können wir auch noch was machen. Dafür werden wir jetzt mal zu Bernhard wechseln. Zu Bernhard, genau. Auf Bernhard. Mann, das war letzte Folge schon schwierig mit der deutschen Sprache. Ist in der Zwischenzeit nicht besser geworden. Denn Bernhard hat noch etwas im Gepäck. Tja, das Inventar ist relativ übersichtlich. Ihr könnt also vielleicht erahnen, was es ist. Benutze Röhrensockel mit Radioröhre und schon haben wir ein Radiogerät. Hä? Was war das? Da hat was geklingelt. Hey. Oh, geil. Moment, der ist jetzt raus. Ah, das gibt uns eine gewisse Gelegenheit. Moment. Oh! Scheibenhonig! Oh, das war ganz schlecht. Nein, er hat mich gefangen! Ich Trottel! Nein, und er hat mein ganzes Inventar! Jetzt sperren die einen nämlich ein. So, dann seht ihr das auch mal. Ich wollte es euch mal vorführen. Ja, und der Sohn von Dr. Fred hat uns jetzt eingesperrt. Und ja, es sieht nicht gut aus für uns. Da liegt wieder die gute Kate Moss. Boah, wir werden bestimmt von ihr verklagt, wenn ich das nochmal sage. Aber ich meine natürlich, oder umgekehrt, ich habe natürlich nicht gesagt, welche Kate Moss. Es gibt ja mehr als eine. Geheimlabor, okay. Ja, ich weiß auch nicht, wo das Labor sein soll, keine Ahnung. Aber Moment. Moment! Ich habe ja noch Schlüssel mit Tür. Schade. Okay. Benutze Silberschlüssel. Ach nee, das wird nicht gehen. Benutze gelber Schlüssel mit Tür. Schließ auf. Tür mit gelber Schlüssel. Geht nicht. Ah, ja. Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir... Nee, mit dir nicht. Jetzt an einem Punkt sind. Jetzt... Moment. Ich kann mal gucken. Hoppala, das war ganz schlecht. Ich hoffe, die folgt mir jetzt nicht. 21, 22, 23... Irgendwo hier wohnt nämlich er. Oh. Folgst du mir? Nein. Okay, wir können jetzt Folgendes versuchen. Wir gehen jetzt... Nein, Bernhard bleibt da jetzt sicherlich nicht stehen. Was ist denn hier hinten noch? Das sieht ja auch interessant. Haha. Playboy-Kalender. Alles klar. Teds Todestag, das ist, glaube ich, er. Moment, wir müssen mal gerade... Wir müssen jetzt Dave zur Rettung eilen hier. Und ich weiß nicht genau, ob wir es an dem Punkt schon können. Entschuldigung. Ansonsten muss ich laden, aber... ja, wir probieren es mal. Und zwar werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir benutzen jetzt mit die Türklingel. Ich wechsle auf Bernhard. Bernhard. Le Bernhard. So, dann... geht der schon mal raus. Ja... Katze, es ist, glaube ich, immer noch nicht deine Zeit. Nein, es ist immer noch nicht deine Zeit. Okay, jetzt habe ich zwei im Knast, das wird nichts mehr, also muss ich jetzt laden. Es tut mir leid, Leute. Genau deswegen speichere ich ab und zu. Das war jetzt ein bisschen failig, aber so viel haben wir nicht verpasst. Wir sammeln jetzt mal... Entschuldigung. Nochmal die 10 Cent auf. Gehen dann einmal hier hoch zum Tentakel. Ach, Scheibenhonig, das ist ärgerlich.
Dem dann die Schallplatte mit. Ja, du bist voll deprimiert. Oh. Das Tentakel tut mir voll leid. Na, Katze? Na, möchtest du auch mit Let's Playen? Du hast aber nur eine halbe Stunde. So, ach so, ja, jetzt kann ich theoretisch. Hat's jetzt geklingelt eigentlich? Ich weiß gar nicht. Nein, hat's nicht. Okay. Letztes Mal hat's jetzt geklingelt. Okay, dann klingeln wir halt jetzt. Oh. Du musst aber auch ganz dringend weg, mein Freund. Dann benutzt du jetzt die Türklingel. Ist auch okay. So, 21, 22, 23, 24, 25, 26 speichern. Ich speichere mal lieber. So, man weiß ja nie. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich jetzt echt ein bisschen warten. Ich warte und warte und warte und warte. Ich warte und warte und warte und warte. Ich warte, bis er weg ist, damit ich in den Raum kann. Und jetzt ist er unten und ist genervt. Kannst du das schön nicht lesen? Und jetzt hau endlich ab. Und dann ist er wieder weg. Aber noch nicht im Zimmer. Nein, das war noch die falsche, verdammt ich. So, nimm Hamster. Nimm Sparschwein. Öffne Sparschwein. Nimm 10 Cent. Hallo? Oh. Die ist, glaube ich, relativ wichtig. Nämlich dafür, glaube ich. So. Ich glaube, hoffe. Denke. Meine, bin der Ansicht, dass wir jetzt mit der Schlüsselkarte, wenn nicht, müssen wir leider wieder laden. Da! Oh Leute, ich habe 30 Milliarden Schlüssel und nichts hilft irgendwie. Schlüssel, Attestat, Haustürschlüssel, glaube ich. Ah. Okay, es tut mir leid, Leute, also müssen wir nochmal laden. Oh. Okay, und ich weiß jetzt nicht, ob er schon unten war. Ja, war er, glaube ich, ja. Okay, glaube ich, ja. Okay, öffne Tür. So, zack. Nimm Meerschweinchen. Oder Hamster, öffne Sparschwein. Nimm 10 Cent. Nimm 10 Cent. Nimm 10 Cent. Ja. Ärger dich. Kannst du das Schild nicht lesen? Und jetzt hau endlich ab! So klingt der wirklich, ja. Nimm 10 Cent und. Ah. Nimm noch die Schlüsselkarte und jetzt. Eurio weg. Irgendwie weg. Hauptsache weg. So. Alles klar. Auf der Andrea Doria. Das ist ein schönes Porträt. Benutzte Schreibmaschine. Ah. Geht sowas? Ja, das geht sogar. Geil. Das habe ich noch nie gemacht. Könnte ich schwören. Hast du super gemacht. So, fleischfressende Pflanze. Haben wir für dich vielleicht irgendwas?
Tja, da wäre jetzt der Farbentferner super. Kann ich ihn nicht irgendwie füttern? Dazu muss ich ja, geht doch näher ran. Spiellogik, okay, das geht nicht. Nee. Okay. Ja, Katze, bald. Nicht jetzt, bald. Okay, also hier kann man momentan, glaube ich, nicht viel machen. Die fleischfressende Pflanze rülpst jetzt, aber wir können ansonsten, glaube ich, nicht benutze alte Batterien mit Pflanzentopf. Können wir ja was Gutes tun, irgendwie. Nee, irgendwie nicht. Okay. Gehen wir mal hier rein. Was gibt's denn hier noch? Öffne Sarkophag. Nimm Kisten. Oh. Schade. Okay, da passiert das nicht viel. Benutzt Sarkophag. Schade. Benutzt Kraftomat. Ah, da habe ich noch eine Idee, was das bewirken könnte. Oh, schön Workout. Oh, jetzt haben wir aber ordentlich gepumpt. Die neue Miss Mumie. Ey, das wusste ich ernsthaft nicht. Die heißt wirklich Miss Mumie. Ah, super geil. Okay. Öffne Tür. Was haben wir hier noch? Zerbrochener Spiegel. Nimm zerbrochener Spiegel. Nee, keine gute Idee. Öffne Toilettendeckel. Benutze Toilettendeckel. Ziehe Duschvorhang. Ruf doch mal an. Aha. Ah, ja, genau. Moment. Wir brauchen für den Wasserhahn jetzt irgendwas, um ihn zu betätigen. Haben wir aber nicht. Oh, das ist gar nicht so einfach, das Spiel. Spülung. Ja, super. Okay, die Mumie steht ja irgendwie unter der Dusche und, ja. Ich glaube, viel können wir hier aktuell gar nicht machen. Schon wieder? Okay, keine Ahnung, wer es diesmal ist, aber wir müssen jetzt natürlich wieder ein bisschen vorsichtig sein und ich, ja, ihr geht, ja. Komm, nehmen Sie mal mit, wer weiß. Okay, dann nicht. Dann speichern wir aber nochmal, weil wir können ja jetzt theoretisch wieder dem Typi in die Arme laufen, obwohl der jetzt eigentlich schon längst darunter sein müsste, aber okay. Nee, alles gut, okay. So, was haben wir hier noch? Was ist das hier eigentlich? Ein Paket ist da. Ah. Ja, genau. Damit hat es auch eine gewisse Bewandtnis. Habe ich gern gemacht. Was auch immer. Okay. Müssen wir uns jetzt mal hier empfehlen. Dann warten, bis der wieder oben ist. Was ein bisschen doof ist, aber okay. Er hat leider nicht mal einen Schlüssel. Er kann ja eigentlich nicht wirklich was machen. Außer die Radioröhre mal zum Einsatz bringen. Oh. Aber dafür müsste ihn Dave jetzt erstmal reinlassen. Wir gucken mal, ob jetzt der Edge jetzt weg ist hier. Ja, sieht aus, als wäre die Luft rein. Gut. Da könnten wir jetzt terroristisch den Bernard mal klingeln. Zu Dave wechseln. Da müsste er hoffentlich. Der müsste ja hoffentlich.
Ich muss noch mal speichern, es tut mir leid. Aber sicher ist sicher. So. Mister. Oh. Nee, nee, nix da. Kommst du mir nach? Nein. Nein. Okay. Ich hab geklingelt. Jetzt lauft doch mal einer. Oh, die Tür ist jetzt offen, aha. Muss ich den jetzt rauslocken? Ich will das Paket ja haben. Habe ich irgendwie noch was bekommen, was mir hilft? Ich musste mal kurz, also musste noch mal gucken. So ganz passt das alles noch nicht zusammen. So. Ich habe auch keinen Farbentferner mehr. Es ärgert mich. Warum habe ich den vernichtet? Ich dödel. So, ich kann mal das Geld da reinwerfen in den. Hier, in den Kollegen. Meteor Mess. Ach so. Aha. Wie viel Schlüssel man hier braucht, das ist der Wahnsinn. So, okay. Also irgendwie kommen wir hier auch noch nicht so richtig weiter. Irgendwie kommen wir hier auch noch nicht so richtig weiter. Überall so lose Enden, wie das halt manchmal ist bei so Spielen. Und ja, okay. Ein anderes loses Ende haben wir noch im Keller, glaube ich. Nee, das war doof. Bernhard, ach so, der kommt wieder nicht rein. Okay, wo ist der Razor gerade? Ah, die kommt mir gerade recht. Können trotzdem Bernhard mal reinlassen. So, dann kannst du mal den Kobold ziehen. Nicht öffnen, sondern ziehen. Person Dave, zack. So, und du, mein Freund, kannst jetzt mal gucken, wie hier irgendwie weiterkommt. Für irgendwas müssen auch diese ganzen. Das gibt es doch nicht. Hey, da werde ich ja zum Tier. Das gibt's doch nicht. Okay, dann machen wir noch was anderes. Ah, wir können auch zwei andere Dinge machen. Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir erstmal hier runter. Eine andere Sache fällt mir auch noch ein. Ja, völlig falsch. Bla. Okay, mein Orientierungssinn, wie er lebt und lebt. Halt, Moment. Ich will ja gerade mal was checken. Nö, aber eigentlich, ne. Der Keller, der Keller, der Keller. Wie war das denn noch? Genau, hier rum konnte man auch noch. Und hier konnte man auch noch was Witziges machen.
Ach so, das ist krank. Ja gut, tut mir leid, dann halt nicht. Ja, können wir irgendwas anderes da reinpacken? Alte Batterien. Das ist bestimmt auch eine fette Sauerei. Nee, okay. Dann halt kein Hamster in der Mikrowelle. Ich wollte ihn nur ein bisschen angaren. Schmeckt er besser? Ich mag das nicht, wenn man noch überall so, wenn er noch so zappelt im Mund, ja? So, okay, dann halt nicht. Aber ihr erinnert euch, wir haben jetzt trainiert und das heißt, wir können jetzt die Garagentür öffnen, hoffentlich. Da 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 da. Und hier haben wir einen. Ah, jetzt wird's Licht hier. Jetzt haben wir nicht den Wasserangriff und wir haben das Regal, was wir jetzt ziehen können. Was? Was? Du bist doch stark, Mann. Ah, okay. Ah, öffne Kofferraum. Okay, aber was, was, wie, was, wie? Ätzel. Weird Ätzel, sehr schön. Also der böse Doktor heißt da Fred und die Schwester heißt Edna und der Sohn heißt Ed und die Mumie heißt Ted. Ja, ihr erkennt vielleicht Muster. Umgebauter Raketenmotor mit. Ich guck mal gerade. Irgendwas konnte man hier tun. Ja, sowas hier zum Beispiel. Und das ist natürlich relativ ungesund, glaube ich, oder? Was passiert jetzt? Okay. Ich fass nicht, muss weg. Hups. Ups. Ups. Ja, deswegen lernt man in der Fahrschule, dass man die Einfahrt vorsichtig herantastend verlassen soll. Okay, das hat viel zerstört und wenig gebracht. War da nicht sogar noch ein Kofferraum? Scheibenhonig. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwie blockiert. Oh Leute, aber wir haben was anderes, was wir machen können. Ja, Moment, Moment. Benutze Großvateruhr, öffne Großvateruhr. Lass dich nicht öffnen, okay, ja. Bei manchen Spielen ist das so. Dann gehen wir mal wieder hier hoch und dann mal hier hoch. Und dann schauen wir mal. So, tja, eine Luke, da kommen wir auch noch nicht ran. Rülps, die Pflanze rülpst, okay. So, und hier, genau, hier war nämlich noch was. Und zwar, den Wasserangriff können wir jetzt damit benutzen. Und dann mal die Mumie nass machen. Dann gucken wir mal, was davon, was sie davon hält. So rum. Öffne Wasser an. Ja, das mag sie nämlich gar nicht. Und jetzt können wir nämlich sagen, schalt aus Wasserhahn. Und Edna hat die 3, 3 mal die 4. Ruf mich an. Tsch. Ja, das war ein Peitschenhieb. Das war die beste Peitschenhieb-Imitation, die es gibt. Jawohl. So, und wir wissen jetzt 3, 4 mal die. Nein. Ach Gott. 3, 4, 4, 4 auf jeden Fall. Und das wiederum bedeutet, wir können jetzt hier runter. Ja. Okay, ja, sorry, dass ich kurz ein bisschen abgelenkt war. Ich glaube, das schneide ich auch kurz raus.
Ja, boah, Mann. Oh, sorry, Leute, der Tag war lang. Ich verliere ein bisschen die Konzentration. Wasserhahn, Telefonnummer, bla, okay. Benutze Telefon. Scheint kaputt zu sein. Ach so, ja, Gott, ja, stimmt. Ah! Ich weiß nicht weiter. Offiziell. Ganz offiziell doch, eine Sache habe ich noch. Person Bernard. Bernard. Le Bernard. So, okay. Der kann nämlich jetzt die Radioröhre. Hier einsetzen. Dann das Funkgerät einschalten. Dann. Moment. Ah, wie war das denn? 3, 4, 2, 1? Nee. Moment. Drei, vier, eins, zwei. Ah, nah dran, okay. Nutzfunkgerät. 3, 4, 1, 2. What? Ah, okay. Wir funken. Yep, haben wir gesehen. Und schließen Sie die Labortür auf. Woher weiß der das eigentlich? Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. Haha. Ja, okay. Also das ist die Meteorpolizei, die kommt, muss aber unten die Türen aufgeschlossen kriegen. Und das wiederum ist natürlich nicht so einfach. Ihr erinnert euch an das Verlies und da waren ja, war ja diese fette Tür mit den zwei Schlössern. Und die müssen wir final dann aufkriegen. Oh, ich muss es mal ausmachen. So, jetzt habe ich noch die Schallplatte, die ich ausprobieren kann. Das mache ich jetzt gerade noch. Und dann, Ladies and Gentlemen, ist aber auch wieder Schicht für heute. So, okay. Und ich bin natürlich vorbeigelaufen. Ah, es wird wirklich Zeit für Feierabend hier. Ich bin ein bisschen verpeilt. So, und zwar, genau, ich gehe hier raus und dann wieder links. Ah! Völlig verirrt! Hilfe! Soll der Sache aber keinen Abbruch tun. Ich möchte mir halt mal diese Schallplatte anhören, die das Tentakel aufgenommen hat. Schallplatte. Benutze Schallplatte mit Grammophon. Schalt ein Grammophon. Ja, genau. Das ist doch ein geiler Sound. Okay, und jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Das mache ich jetzt wirklich noch in der Aufnahme hier, weil ich es kann. Wir können die Kassette nehmen. Den Kassettenrekorder einschalten. Dann das Meisterwerk vom Tentakel, aufnehmen. Hallo? Jetzt,
Also normal. Ich nehme jetzt die Schallplatte wieder runter. So. Jetzt wird dann noch gespielt, was? Okay. Daran lag's. Also, schalt einen Rekorder, schalt ein Grammophon. Das groovt fast schon mehr als das Ding von Razer, aber nur fast. So, schalten wir alles wieder aus, nehmen das, die Schallplatte, nehmen die Kassette, gehen dann zum Tentakel hoch. Den ganzen weiten Weg einmal nach oben. Und dann müssen wir einmal hier rein. Und dann einmal hier rein. Hallo Berner. Ja, Tentakel ist ja gut benutzt. Stereoanlage mit Kassette. Und das groovt natürlich richtig über die fetten Boxen. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht Sinn der Sache. Sondern wir müssen Schalt aus Stereoanlage, nimm Kassette. Ha, ich erinnere mich eben doch nicht mehr an alles. Ich mache das jetzt aber noch zu Ende, weil ich es kann, Leute. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ist mir gerade total egal. So, dann gehen wir jetzt noch hier lang. Ich will jetzt ein Erfolgserlebnis in diesem Spiel. Jawohl. Und ich will endlich diesen Schlüssel für diese Kerkertür haben. Dann wird alles viel einfacher. Da, 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 da. So, dann hier. Dann hier. Dann hier. Ja, das Haus ist groß. Dann hier. Was war das? Was? Da war so ein einzelner Sound. Keine Ahnung, was der zu bedeuten hatte. Oh. Ja. Die Außerirdischen sind da. Psst. Tja, aber die Tür ist verschlossen. Wie soll ich jetzt da reinkommen? Gar nicht. Haben Teleportationstechnologie, aber keine Möglichkeit, so ein billiges Vorhängeschloss aufzumachen. Ich bin irgendwie falsch hier. Ich bin mal wieder falsch gelaufen. Völlig falsch gelaufen. Völlig falsch, aber auch. Ah, es tut mir leid. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. So, hier wollte ich eigentlich hin. Benutze Kassettenspieler mit Kassette. Schalte einen Kassettenspieler. Und jetzt passiert Folgendes. Bam. Rostiger Schlüssel. Und was wir mit diesem Schlüssel alles aufschließen können, wir haben nämlich sehr viel, was noch verschlossen ist. Ha. Seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen Maniac Mansion und hoffentlich nicht mehr ganz so verpeilt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Okay, also ich würde sagen, wir gehen mal gerade schnell die Puppe hier reinzwängen. Boah, das ist echt. Okay, ja. So. Was machen wir die denn kaputt? Ah, Tatsache, habe ich ja was richtig.